Ihr seht, ihr könnt so einen süßlichen Duft entnehmen, allein wenn ihr in diese Richtung blickt. Es ist ein schöner Weg, der zu diesem Stein führt. Zur Rechten seht ihr auch ein Podest mit einem Stein. Jedoch seht ihr da tote Tiere, Kleintiere, Ratten, Insekten, Schlangen zum Teil, die auf dem Weg herumliegen. Vermodert, verrottet. Und vor euch, also wenn ihr theoretisch weiter geradeaus gehen würdet, seht ihr auch einen Stein. Auf dem Weg jedoch wirkt es etwas ein bisschen sumpfartig. Ein bisschen unsteter Weg. Aber ihr seht diesen Stein. Ungefähr wie bei all den anderen auch aus einer gleichen Entfernung. Und während ihr so diese drei Wege mustert, hört ihr auf einmal wieder die Stimme. Ja! Welchen Weg wollt ihr gehen? Stopp. Nicht reden. Sind wir doch noch da oben? Nicht reden. Euer erster Gedanke, welchen Weg ihr gehen wollt, schreibt ihr mir jetzt privat in Discord. Oh nein. Ohne darüber zu reden. Kein Wort darüber. Ich hasse es. Ich weiß nicht. Ich auch. Fick dich an! Eine Insel. Mhm. Schreiben. Nicht weiterreden. Erst mal schreiben und dann können wir drüber. Gib mir kurz Bedenkzeit, ja? Ja, aber nicht reden dabei. Der erste Gedanke zählt. Ey, fick dich, ey. Bullshit. Bei Lina kann man sich, glaube ich, eh denken, was sie haben wollen würde. Naja. Tod, Verderben. Ja, das ist ihr Weg. Schmerzen, Pein. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts falsch gemacht. Moment, was ist hinter uns, wenn man sich umdreht? Gurta denkt eigentlich danach, immer noch zu dem hochzukommen und ihn zu hauen. Okay. So. Gurta hat gar keinen Weg gedacht, eigentlich nur nach oben zu gehen und ihn zu hauen. Oh Mann. Das ist ein guter Gedanke. Habt ihr alle geschrieben? Ich glaube schon, ja. Moment. Apparently. Dann will ich noch kurz was sagen. Okay. Ja, kann ich was kurz sagen? Jetzt. Mein Gedanke geht auch für Nivis. Ja, also off-topic kannst du jetzt was sagen, ja. Gut, ich sage euch jetzt auf jeden Fall, ich bin mir sicher, ich habe den falschen Weg vielleicht gewählt, aber ganz ehrlich, der mit dem Schmetterling ist so eine Falle, wenn ich mit euch. Ja. Ich sage dir, alle sind falsch. Alle und sind ich, falsch. Ja. Wir sind in einer Welt aus Illusionen. Keiner der Wege ist der richtige. Wir sind alle tot und verderben. Ich habe bei der Kreuzung sowieso erstmal den Gedanken bekommen, wir werden keine Dämonen beschwören, John. Nein. Oh Mann. Und allein durch euren ersten Gedanken, ohne dass ihr auch logisch darüber nachdenken könnt oder miteinander darüber kommunizieren könnt, splittet ihr euch leider. Dann ist leider. Mein erster Gedanke schon falsch, nein. Weil ich habe logisch darüber nachgedacht. Nein. Ich habe auch logisch gedacht. Mal schauen. Die Lina denkt leider nicht sehr logisch. Also ich sag jetzt nicht, dass das Logische vielleicht falsch ist, aber mal gucken. Auf jeden Fall, ihr splittet euch durch euren ersten Gedanken. Fick dich. Der Weg der schönen Blumen, der schöne Weg, der geht schon mal an Lilina. Echt? Hallo, ihr wisst ganz genau, dass das ihr erster Gedanke wäre. Das stimmt eigentlich, ne? Verrottet, beziehungsweise tote Tiere geht an... Ja, ich wusste nicht, wie er hieß. Also verrottet und tote Tiere geht an Aion, an Gurtag und an Rulfam. An Nivis? Und an Nivis, ja. Ey, komm! Und das Sumpfgebiet geht an Valla. Ihr drei seid echt die größten Spacken der Welt, wisst ihr das? Jetzt könnt ihr off-topic darüber reden. Ja. Was haben wir denn gemacht, bitte? Du hast gewählt, nicht wir. Ja, also ich hatte echt gedacht, ihr seid so klug und bildet mir auch wenigstens beistehen. Jetzt bin ich vollkommen alleine. Nein, ich bin auch alleine. Und natürlich ist der beste Weg wahrscheinlich der Sumpf gewesen. Aber trotzdem, Lilina würde sich denken, ich gehe doch nicht zu toten Tieren oder über einen Sumpf. Ich gehe zum schönen Blumenweg.
Das ist halt leider so. Ja, und ich hab gedacht, das ist so fake hier. Ich nehme den Schlimmsten, das kann nur gut. Sie schaut auf jeden Fall. Von wegen, ja, es ist hier eine Welt der Abenteurer. Der Blumenweg kann nur eine Falle sein, dann nehme ich lieber den Weg der Toten. Ganz ehrlich, der Weg der Herausforderung ist der Weg der Abenteurer. Ich werde so sterben. Ungefähr. Ich habe euch alle lieb gehabt. Ich hatte gedacht, der Weg der Toten, okay, das könnte extrem werden. Der mittlere, ja, vielleicht nur die Hälfte. Okay. Das war der mittlere, oder? Jedenfalls schaut sie das sehr verwirrt zu Aion, Gurtag und Rulfan, glaube ich, waren das, die bei dem toten Tieren sind. Wenn du die überhaupt siehst. Stimmt, sehen wir uns. Ihr seht euch nicht mehr. Illusion. Ja. Also Gurtag, Aion und Rulfan sehen sich noch. Und ihr dürft jetzt gerne den Dialog starten miteinander. Kann ich als erstes? Aus. Du hast keinen Dialog. Du bist allein. Nee, Walla, du bist ja allein. Du wartest noch. Also jetzt erstmal Gurtag, Aion und Rulfan, weil ihr seid ja zu dritt. Ihr hattet also den gleichen Gedanken, ich sehe schon. Mir schien das am logischsten, wenn hier eh schon alles voll mit Tod und Grauen übersät ist. Sagt der eine Leichenangst hat und Gerüche, alles klar. Den Gedanken hatte ich auch. Allerdings mit euch, Aion, und eurer Angst, weiß ich nicht so genau, ob das die beste Wahl für euch war. Es war das Erste, was mir durch den Kopf ging. Nun bin ich hier. Es ist immerhin eine Welt der Abenteurer. Da kann man sich nicht den leichten Weg aussuchen, dachte ich mir halt. Nun denn, wie es scheint, haben sich Lilina und Walla anders entschieden. Ich hoffe, die beiden sind zusammen. Ich hoffe, wir kommen hier alle heil raus. Das hier könnte übel werden, nicht wahr, Mädchen? Und er streichelt Nieves über den Kopf. Wir müssen unsere nächsten Schritte gut überlegen. Wer weiß, ob wir dann überhaupt noch mal zusammenkommen. Immerhin sind wir drei schon mal zusammen. Ich mache mir Sorgen um die anderen beiden, aber und wir müssen erstmal schauen, dass wir hier durchkommen. In diesem Moment verschwindet Rulfan vor euren Augen. Oh, warum das denn? Oh nein. Oh, oh. Mit dem Elf allein. Oh, Bonding Time. Was? Hey, ich habe nicht gedacht, warum das denn auf einmal? Gut, dann ja. Tommy Returns. Dann sind wir praktisch wieder alleine, Mädchen. Off topic, jetzt werde ich auf jeden Fall alle. Jetzt kommen die Zombie-Tiere. Oh, und ja. Und so alles. Das ist zu viel, John. Wären wir nur noch zu dritt. Ja, hoffen wir es, dass hier keine Toten rumlaufen. Ich sehe schon Gurtags Hass auf Elf immer mehr ansteigen. Bisher ist es kein Hass, möchte ich betonen. Es ist mehr ein. Kommt noch. Es entwickelt sich nicht gut, sagen wir es so. Halt die Klappe, Walla. Du bist allein und kannst später Selbstgespräche führen. Das stimmt allerdings. Aion, das sind die Gedanken, die jetzt zu euch kommen. Aion, Mann. Versucht euch bitte zusammenzureißen. Ich kann euch helfen, bevor ihr rennt. Wenn ihr rennt, dann wird das wieder übel ausgehen, fürchte ich. Ich habe noch genug Kraft, um euch zu helfen. Nur sagt frühzeitig Bescheid. Und rennt sofort. Ich werde mir Mühe geben, mich zusammenzureißen. Renn, Aion! Wir kommen hier nur zusammen durch. Und ich möchte nicht wieder von euch enttäuscht werden. Also bitte reißt euch zusammen. Ich weiß, ich gebe mir Mühe. Und man merkt Aion so ein bisschen die Anspannung an, dass er auch so ein bisschen anfängt zu schwitzen, weil ja, was er erlebt, das war natürlich nicht sehr toll. Ich muss ganz kurz was nachgucken. Einen Moment. Gut, weil ich mir nicht sicher bin, wie der Zauber funktioniert, weil sonst machen wir es nicht. Schau du ruhig erstmal nach, dann können wir ja mal, auch wenn die anderen jetzt erstmal allein das sind, trotzdem, vielleicht wollt ihr ja kurz einen Monolog führen, Lilina. Stehst jetzt zum Beispiel ganz alleine jetzt hier bei deinem Weg, bei deinem blumigen Weg. Mach's noch trauriger, du bist ganz alleine, Mädchen. Okay.
Oh Gott. Okay. Ich habe hier einen wunderschönen Lebkuchen. Also sie hat ja die ganze Zeit noch Wallas Hand eigentlich gehalten und schaut jetzt halt verwirrt auf die und schaut sich überhaupt sehr unsicher um. Walla? Wolfan? Gurtag? Ayon? Nein? Wieso? Wieso bin ich jetzt hier allein? Sie schaut ein bisschen unsicher in der Gegend herum und ignoriert doch ehrlich gesagt erstmal den Stein, weil sie verwirrt ist und versucht herauszufinden, was los ist. Walla, dein Monolog? So, also ich habe ja auch noch vor Lilias Hand gehalten, dann merke ich auch, dass sie weg ist. Ja? Wolfan? Ayon? Zwerg? Oh, komm schon! Das wäre ein Scherz jetzt, oder? Ihr wollt doch nicht, dass ich jetzt allein in diesen Sumpf gehe. Hey! Okay, der... Sie freut warte, sich auch, den Zwerg zu sehen. Oder sie würde sich freuen. Das finde ich interessant. Warte. Hey! Da oben! Das ist doch jetzt ein Witz, dass ich jetzt hier alleine loslatsche, oder? Hey! Großkotz da oben! Rede mal mit mir! Ja. Das ist echt der schlechteste Witz, den ich jemals erlebt habe. Ulfan, auch du kriegst deinen Monolog. Allerdings bei dir sieht das alles ein bisschen anders aus auf einmal. Denn du bist nicht mehr bei diesem Weg, wo noch ein Stein davor war. Du bist auf einmal in einem Gebäude, das sehr düster ist. Direkt vor dir ist eine große Tür. Du hörst aus der Tür, aus dem Nachbarraum heraus ein ganz schweres, monströses Raunen. Ich bin erstmal noch total perplex, warum ich jetzt alleine bin. Wie? Was? Was soll das denn jetzt? Ich hab doch an nichts weiter gedacht. Ich glaube, mit dem seinem Regelwerk da oben, er schaut ein bisschen in den Himmel, oder die andere Gestalt vermutet, mit dem seinem Regelwerk läuft irgendwas falsch. Irgendwas hat er uns doch bestimmt nicht gesagt. Ich schaue mich weiter um. Was ist hinter mir? Was ist auf der anderen Seite? So. Dunkelheit. Nur Dunkelheit. Das darf doch nicht wahr sein. Gut. Gut, in dem Sinne habt... Gut. Okay, ich hab's nachgeschlagen. Ja. Ich hab nachgeschlagen und ich sag zu Ayon, okay Ayon, für den Fall, dass etwas passiert, versuche ich euch jetzt schon zu helfen. Wie meint ihr? Ich kann die Angst lindern, zumindest für eine Weile. Und vielleicht hilft euch das, dagegen anzukommen. Ansonsten werden wir es noch schwerer haben. Wir wissen halt nicht, was uns hier erwartet, aber der Weg lässt es eigentlich schon vermuten. Dann geht jetzt bitte auf die Knie, denn es dauert einen kurzen Moment. Na schön, wie ihr meint, ich bin euch eh was schuldig. Und ja, er geht ohne zu zögern auf die Knie. Und Gurtag legt die Hände auf die Schultern und schaut ihm tief in die Augen. Und ich muss eigentlich nichts weiter machen, außer ihm in die Augen zu schauen. Und ich spreche Ängste lindern für die Totenangst. Ich muss speziell auf diese Angst beziehen. Ja. Und er bekommt dadurch, der Zauber wird nach einer gelungenen Probe auf eine schlechte Eigenschaft, bla bla bla, die mit den tiefer wurzelnden Ängsten zu tun hat oder auch eine misslungene Mutprobe angewandt und gestattet es einem Helden, die Probe zu wiederholen, wenn er eine ausführen muss. Für diese Wiederholungsprobe ist die entsprechend schlechte Eigenschaft um die ZFP gesenkt. Ah. Oder der Mutwert entsprechend erhöht, je nachdem, was passiert. Okay. Wie lange hält der? Oh, crap. Nee, ich kann es nicht vorher sprechen. Es muss direkt danach erfolgen, die Aktion. Mhm. Denn der Zauber wirkt augenblicklich, also die motivierende Kraft des Zaubers hält so lange an, wie die direkt auf den Zauber folgende Aktion dauert. Mhm. Also zum Beispiel der Kletterabschnitt, je nach Ausdauer des Klettern oder sowas, wenn eine Kletterprobe darauf folgt. Damn. Oder zählt das dann, die Probe praktisch, dass er da durchgeht durch diese Toten?
Weiß ja. ich nicht, musst du jetzt sagen. Ja, ja, definitiv. Also, da geht's ja schon los bei seiner Angst, ja, auf jeden Fall. Weil das halt ein andauerndes Ding ist, könnte man so sagen. Ja, musst du halt jetzt entscheiden. Ja, doch, ja? Das passt, okay. Ja. Dann würde ich das machen. Ich spreche den Zauber, kostet 5 ASP. Einzelperson freiwillig bei Bereichweite Berührung und wirkt sofort praktisch, wenn er gelingt. Wenn er gelingt. Dauert 20 Aktionen übrigens. Ja, 30 Sekunden. Also nicht so. Ja, hoffe ich. Ohne es nicht so gut geskillt, wie ich es gerne hätte. Eier weg. Ja, das wäre schön. Ne? Und dann auf der blühenden Wiese und ich bin hier am Verrotten. Allein. Komm zur schönen okay, Seite des Lebens, Aion. In einem ZFP, also du hast jetzt um eine verbessert die Angst. Immer. Naja, ja, immerhin. Ich weiß nicht, wie viel Totenangst du hast. Ich weiß, die wurde schlimmer. Aber nicht so viel, oder? Ich glaube, die ist auf 4, oder? Mann. Ja, Stufe 4. So 3 dann jetzt? Ja. Können wir dann würfeln. Aber gut, okay. Zuerst werden wir jetzt die Reihenfolge bestimmen, welche Fraktion dran ist. Also alles, was jetzt passiert, ist natürlich zeitgleich. Wir bestimmen jetzt nur mit einem W20-Wurf die Reihenfolge. Das heißt, Gurtak und Aion, einer von euch muss würfeln. Ihr müsst euch einig werden, wer. Der Rest kann für sich selbst würfeln. Gary soll würfeln. Ist das Zwumpe. Warum? Warum soll ich würfeln? Sorry, Jojo hat momentan Würfelpech, also lass es mal. Wow. Ja, was muss ich würfeln, John? Ich hab das nicht ganz mitbekommen, sorry, ich war aus meinem Eintrag. B20. Geht dann nur um die Reihenfolge. Es geht nur um die Reihenfolge, also ist nichts Schlimmes. Ja, wurscht. Ja, ja in dem Fall müsst ihr natürlich dann stechen, ja. Aber warte erst mal auf die anderen. Ja. So, ja, dann würfel ich jetzt mal. Wow. Hey, Leute! Bitte auch noch eine Frage. Wir machen das gleichzeitig. Okay. Oh, also Rolfan ist schon mal Erster. So. Das wissen wir schon mal. Also der Rest dürft gerne noch mal stechen, bitte. Er hat sich Mühe gegeben für die 15. Wow. Okay, Maddie will auf jeden Fall als Zweiter. Ich will. Sie hat die Blumen gesehen. Ich rolle. Oh, nice. Wir sind fast zuletzt dran. Ernsthaft. Fortuna, willst du mich verarschen? Ja, wenn ich dann will klappt. Aber also, nicht als... Nice. Ich will nicht. Ich will also nicht. Haben wir die Reihenfolge Rulfan, Lelina, Gurtak und Aion und dann Vala. Vala. Ja. Ja. Gurtak, Nivis und Aion, bitte, ja? Ich bin wieder schlüssig. Natürlich, klar. Nivis, nicht zu vergessen. Ja. Darf ich noch ganz kurz sagen, ja. Aion fühlt sich gestärkt und motiviert und etwas... resistenter gegen seine gegen Tote, also genau. er fühlt sich auf jeden Fall gewappnet für den nächsten Weg. Das wollte ich nur noch hinzufügen. Gesundheit, Schatz. Das klingt doch gut. Sehr gut. Okay. Gut, also als erstes wäre dann also Rulfan dran. Genau. Warum? Rulfan, du stehst also vor diesem großen Tor, vor dieser großen Tür, Doppeltür, und hörst dieses Raunen daraus, so ein schweres Atmen, das nicht unbedingt menschlich klingt, eher von einer Monstrosität. Hinter dir, um dich herum, ist alles dunkel, du kannst dich gar nicht orientieren, wo bist du eigentlich? Es scheint ein großes Gebäude zu sein, oder ist es ein Höhlenkomplex? Du weißt es nicht genau. Du bist ganz alleine, was tust du? Aber die Tür sehe ich. Gibt es da irgendwelche Lichtquellen, Fackeln oder so? Man kann so ein bisschen den Spalt dieser Doppeltür erkennen. Also dahinter scheint es beleuchtet zu sein. Aber jetzt direkt bei dir alles sehr, sehr spärlich beleuchtet. Die ist halt gerade nur die Tür, weil sie direkt vor dir ist. Rüffern atmet tief durch. Und ja. Wirbelt sich weiter der Tür, versucht sie ganz langsam aufzudrücken. Er hat eigentlich scheinbar keine andere Wahl. Aber gut, erstmal durch einen Spalt sperren, was dahinter liegt. Weil wenn dahinter irgendwas ist, man muss es ja nicht gleich irgendwie aufschrecken, indem man einfach so reinplatzt.
Also machst du nur einen kleinen Spalt auf? Nur einen Spalt und einmal durchlinsen. Als du einen Spalt aufgemacht hast, entgegnet dir ein Licht. Also es scheint ein sehr starkes Licht zu sein. Es scheint hell beleuchtet zu sein im Raum. Und mit dem Moment hört auch dieses monströse Raunen auf. Du hörst jetzt gerade gar nichts mehr. Mhm. Toll. Man hat mich wahrscheinlich bemerkt. Gut, aber sonst, was sehe ich sonst noch hinter der Tür? Es ist gerade zu hell, aber du meinst, also es wirkte ja gerade davor, dass da nur Dunkelheit und vielleicht ist es ein Höhlenkomplex, aber es scheint ein ganz normaler Raum jetzt dahinter zu sein. Es ist hell. Du kannst nicht viel erkennen. Du meinst, eventuell ist da ein Tisch, ist da ein Stuhl? Scheint ein ganz normaler Raum zu sein, aber es ist wirklich gerade sehr grell. Mhm. Na gut. Da ich aber scheinbar sonst niemanden sehe, drehe dich einfach mal ein. Hab aber die Waffe gezückt. Ich bin ja bereit, auf alles Mögliche zu reagieren. Du machst die Tür weiter auf. Ich hoffe zumindest, bereit zu sein. Ja, mit gezogener Waffe machst du die Tür weiter auf. Die Lichtverhältnisse werden dadurch besser. Du kannst den Raum jetzt klarer sehen. Es ist ein schöner Raum. Es ist ein Raum eines anscheinend etwas reicheren Hauses. Es sieht sehr nobel aus, wo du dich gerade befindest. Du kannst, es dauert einen Moment, deine Augen gewöhnen sich jetzt langsam dran und du kannst immer mehr und mehr erkennen. Du siehst ein Bett, wo eine Frau liegt, anscheinend verwundet. Du erkennst an ihrem weißen Kleid, das sie anhat, auf einmal Blut. Und du hörst auf einmal ihre Schmerzen, wie sie wegen den Schmerzen stöhnt. Aber du hörst auch in ihrer Nähe Babygeschrei. Mhm. Und sonst ist niemand im Raum weiter zu sehen. Ich schaue mich erstmal noch ein bisschen weiter um. Soweit siehst du niemanden. Du siehst jetzt, du kannst jetzt besser diese Stühle und so einen Esstisch erkennen. Alles schön verziert mit Pflanzen. Du kannst Fenster erkennen. Anscheinend eine große Stadt, wo du gerade bist. Zumindest draußen wirkt das so, als wäre eine belebte Stadt draußen. Es wird jetzt immer alles mehr klar und klarer. Ja, aber was bleibt, ist die verzweifelnden Töne der Frau und das Baby. Das jetzt du auch langsam erkennen kannst, es liegt anscheinend neben ihr. Im Bett. Mhm. Die liegen beide in einem Bett. Ja. Und sie hat blutverschmierte Kleidung an. Mhm. Sich aber verletzt ist. Mhm. Gut. So, aber da stecke ich mal mein Schwert wieder weg. Und gehe dann mit zügigen Schritten zu ihr. Wenn ich näher komme, hoffe ich dabei auch ein bisschen mehr zu sehen, was ihr fehlt. Ob sie wirklich Wunden hat oder ob das Blut vielleicht woanders herkommt. Kann es sein, dass sie vielleicht gerade erst eben das Kind geboren hat und daher das Blut kommt? Sehe ich schärfer, Probe. Moment. Sheet wieder aufmachen. Wo haben wir es denn? War klar. Läuft ja wieder gut, hä? Für dich sieht es nur so aus, dass diese Frau schwer verletzt ist. Und sie hat dich auch bemerkt, sie sieht dich, sie sieht dir in die Augen. Und sie meint, Hilfe,
Rüffer muss noch erstmal mal durchatmen. Und dann alles okay. Was ist passiert? Wie kann ich Ihnen helfen? So viele haben mich angegriffen. So viele. Warum? Ich kann es nicht schaffen, aber... Und sie blickt zu ihrem Kind, das höchstenfalls 6 Monate alt ist. Bitte, kümmere dich um sie. Bitte, das ist alles, was ich will. Ich höre das mal, während sie spricht, ihren Körper ein bisschen nach Wunden absuchen. Ich würde sogar wissen, wo das Blut herkommt. Gut, na, wenn du ihren Körper absuchst, dann fällt es dir spätestens dann jetzt natürlich auch auf. Sie hat mehrere Stichwunden. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Gibt es jemanden, mit dem ich das Kind bringen kann? Das Kind... Es ist das Einzige, was uns... unsere Art... Bitte. Sie wollten es... verhindern, aber... Jetzt seid ihr endlich da. Und sie bemüht sich mit ihrer gesamten Kraft, die sie noch hat. Sie nimmt das Kind in ihren Arm und versucht es dir zu geben. Ich nehme das Kind behutsam an mich, halte aber auch dabei eine Hand von der Frau fest. Sie dürfen jetzt nicht ohnmächtig werden. Reden Sie mit mir. Wer hat sie angegriffen und warum? Es waren so viele. Dutzende. Sie haben auf mich eingestochen. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Schwört mir. Bei allem, was euch heilig ist, passt auf dieses Kind auf. Schwört es mir jetzt. Sagt mir vorher noch, was die Angreifer verhindern wollten. Das ist wichtig. Sie haben uns nicht akzeptiert. Sie hatten Angst. Aber... ich lehre euch an. Nun gut, ihr habt mein Wort. Ich werde das Kind beschützen. Aber eine Frage noch. Was seid ihr? Ihr redet so, als wärt ihr kein Mensch. In diesem Moment kommt wieder ein helles Licht und du befindest dich auf einmal, was heißt auf einmal, du befindest dich wieder in dieser Dunkelheit, in einem dunklen Raum, größtenteils dunkler Raum. Jedoch direkt vor dir siehst du einen gewaltig großen und nahezu sterbenden Drachen vor dir. Und in deinem Arm hältst du ein Drachenei. Was zum Geier? What? Omelette-Time! Omelette-Time! Das muss sich doch sehr seltsam anfühlen, wenn sich plötzlich ein Kind in ein Ei verwandelt. Illusionen. Trotzdem. Du kannst ein Ei da anhalten und es fühlt sich an wie ein normales Kind. Ja, das ist die Frage. Was fühle ich jetzt? Das Ei, das Drachenei, das du in deiner Hand, in deinem Arm hältst, fühlt sich auf jeden Fall gerade sehr, sehr real an. Genauso wie der Drache vor dir, der sehr, sehr schwer schnaufend mit einem halb blinzelnden Auge, mit einem sehr traurigen Auge, dich bemustert. Ich dachte, Feuer in dein Gesicht bläst. Das Ei muss warm bleiben, verdammt. Scherzbold, ey, das ist nicht angebracht gerade. Sorry. Gut. Aber, ja. Rüffern glaubt zu verstehen, was hier passiert. Ja, er nickt dem Drachen zu und sagt nochmal, ich werde das Kind beschützen. Ihr habt mein Wort. Und damit schließt der Drache
seine Augen. Und das Rauden hört auf. Gut, Rüfan, ja, schaut ganz nachdenklich auf das Ei in seinen Händen. Ja, und hofft, dass er das Versprechen auch wirklich halten kann, denn im Moment hat er keine Idee, was er mit dem Ei machen oder soll. Hm. Ja, um mich herum wieder alles dunkel? Alles dunkel, bis auf eine Stelle. Ja, fast hinter dir siehst du etwas spärlich beleuchtet. Es ist ein, ja, es ist wieder so ein Gestell mit diesem, ja, Edelstein, der euch ja schon allzu bekannt ist. Da ist wieder einer von der Sorte. Dann werde ich mal zu dem Stein hingehen und versuchen, ihn zu nehmen. Eine andere Option habe ich ja scheinbar nicht. Ich hoffe, es ist die Mühe wert. Was tust du? Und als du ihn berührst oder an dich nimmst, wird alles hell um dich herum und wir machen bei der nächsten Gruppierung weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das ist Lilina. Oh oh. Ja. So, das nimmt jetzt, ja, das wird jetzt noch ach, schöne Blumen und Schmetterlinge, da kann nichts Böses sein. Darf ich noch kurz sagen, John, dass ich dich hasse? Ich schätze Pflanzen. Bitte? Darf ich doch kurz sagen, dass ich dich hasse, John? Ach, das ist doch nichts Neues. Warum musst du immer Sachen reinbringen, die Gurtag in noch schlechteres Licht rücken werden? Ach, 20 Sachen. Drachen sind neben Elfen das Schlimmste, was ein Zwerg sich vorstellen kann. Challenge time. Möchte das nicht nochmal sagen. Und mitgebracht, wer der Schuld ist. Also ganz ehrlich, langsam habe ich das Gefühl wirklich, er will Garys Charakter echt so einen scheiß Darstellung setzen langsam immer und, mehr. Und bei Drachen ist das eine Fehde, die über viele, viele Generationen geht. Ach, die alte Geschichte. Die sind praktisch im Erbgut. Zur Frage mal, zu viel der Hobbit gelesen oder was geht hier ab? Es steht in DSA so drin. Ich weiß. Das Zwerge. Ich weiß. Drachen. Umso spannender. Ich sehe schon, also, John möchte. Verfeindet sind bis aufs Blut. John möchte, dass Gurtag der nächste Endboss wird. Und zwar schon praktisch. Praktisch ihr Gott schreibt ihnen vor. Sei doch nicht so. Es ist praktisch von ihrem Schöpfer vorgegeben, dass sie Drachen bis aufs Blut jagen und hassen. Ja, mein Gott. Das mit den Elfen ist eine kleine Spielerei dagegen. Ja, ich weiß. Die sich entwickelt hat. Die Elfen, die eine hat Dämonen in sich, der andere hat jetzt einen Drache. Jetzt stell dich doch mit mal genau, nicht so an hier. Als Druide, Dämonen, weißt du, das ist die andere Schiene, die Elfen noch überwiegt ohne Ende, wo sich Gurt Mörder schon Challenge. Praktisch. Plötzlich wirken meine Dämonenbabys so viel lieber, gell? Jetzt bringt er den Erzfeind. Den Erzfeind für Gurtag praktisch. Ja. Vor seine Nase. Gott, da kriegt einen Nervenzusammenbruch. Oh Gott. Hey, Wolfgang, da hab jetzt die Nächte durchmachen, um das Ei auch zu bewachen, damit es am nächsten Spiegelei wird. Ich fürchte, das musst du. Am besten sperrt man in Zukunft die Lina mit dem Drachenei irgendwo ein und bewacht das, dann kann Gurtag nicht. Denn Gurtag würde, sein gesamtes Volk würde feiern, wenn er ein riesiges Omelett daraus macht. Ich wollte es nur gesagt. Super, das ist nicht nett von John. Das ist nicht ein großer Marsch, sag ich mal. Wir kommen hier zusammen. Jede andere Form von Drache wäre super. Die nicht mit uns kommt. Aber diese Form ist nicht gut. Und wird nicht helfen, dass die Gruppe zusammenhält oder gut ist. Halt mal über euren Schatten hinauswachsen hier. Immer diese Vorurteile. Der Schöpfer auf einen wirft. Weißt du, weiß ich, wie tief das ist. Slayer, nenn den Drachen einfach ohne Zahn, dann ist Gary glücklich. Dem tut er nichts. Meine Einstellung ist da egal. Gurtags Einstellung ist das Problem. Jetzt guck mal halt mal, wie das sich entwickelt. Das weiß ja jetzt noch keiner so genau. Oh Gott.
I'm gonna get murdered. Ja, aber der Brainfuck kommt ja erst noch. Deswegen, Lilina, bist du bereit? Nein. Du musst aber. Nein, überspringen wir. Bleiben wir beim Ei, bitte. Können wir das einfach so machen? Es ist alles schön. Lina freut sich. Und dann kommt sie zu mir. Genau. Glücklich und toll. Und überall nicht traumatisiert, nicht beschädigt. Ganz glücklich. Sie hat Dämonenkinder. Bitte denk an... Oder denk bitte ja, okay, nicht an töte die. Töte sie. Vernichte die Dämonen. Treibe sie aus mit... Na gut, fangen wir an. Des Dämonens austreibens oder sowas. Ich bin fast bereit. Okay. Lilina, vor dir dieser eine Weg mit den Blumen, alles schön. Und dieses nach wie vor auch dieses eiförmige ja, Juwel. Der Edelstein ist vor dir. Was suchst du? Sie schaut sich auf jeden Fall noch weiter nach den anderen um und da sie aber niemanden sieht, würde sie sich dann doch mal langsam dem Podest mit dem Stein widmen, also ihrer Aufmerksamkeit. Und sie würde sich langsam auch dem Podest nähern. Allerdings mit geschärften Sinnen, also sie würde genau hinhorchen, ob sie nicht vielleicht irgendwie die anderen irgendwo hört. Mhm. Also darauf achtet sie eher. Also. Okay. Sinne ist schärfer, oder? Kannst du gerne mal machen, ja. Okay, ich habe sogar noch alle Punkte übrig. Mhm. Und sie hält den Stab sehr umklammert, weil sie sehr nervös ist, dass sie ganz plötzlich alleine ist. Das ist sie nicht mehr gewohnt. Ja, trotz der irgendwie warmen Umgebung, die dich umschließt, du hörst jetzt auch, du hast dich ja jetzt ein bisschen ein paar Schritte genähert, du hörst jetzt auch auf einmal Vögel zwitschern und es wirkt alles so natürlich auf einmal. Vielleicht okay, da würde sie, dann würde sie nämlich innehalten, weil sie verwirrt, dass sie das plötzlich hört. Aber es wirkt alles so, alles andere wie bedrohlich gerade und es natürlich. Wirkt es gerade seltsam, weil es die ganze Zeit nicht so war, ja. Also sie würde halt innehalten, als sie bemerkt, dass sie plötzlich Vögel zwitschern hört. Mhm. Und würde sich nochmal umschauen. Und bin ich immer noch an diesem Ort? Die Ratte meinte doch, hier ist alles tot. Wieso höre ich Vögel zwitschern? Und sie geht zwar weiter zum Podest, aber mit diesmal langsameren Schritten und vorsichtigeren Schritten. Mhm. Weil sie immer noch den Gedanken hat, sie muss den Stein holen, weil wir brauchen den Stein. Mhm. Ja, bis weiter. Ja, es wirkt weiterhin halt in diesem ungewohnten, schönen Umfeld, aber ansonsten hörst oder siehst du jetzt nichts Ungewöhnliches. Okay, dann ich schätze mal, ich bin inzwischen schon angekommen beim Podest, so direkt davor. Ja. Und schau mir nochmal ganz genau an, ob mir auffällt, ob der Stein irgendwie anders ist oder ob ich dasselbe Gefühl habe wie von dem Stein davor. Der wirkt wie bisher auch mit einer sehr positiven Aura. Okay. Sieht identisch aus mit den anderen, die du kennst. Ja. Dann, es tut mir sehr leid, Leute, aber ihr wisst, was jetzt passiert. Sie wird nach dem Stein greifen. In der Hoffnung, sie tut was Gutes. ich habe euch alle lieb gehabt. Also sie greift nach dem Stein und nimmt ihn. Außer es hindert sie was daran. Nee, es hindert dich niemand daran. Du versuchst, beziehungsweise du greifst nach dem Stein. Alles um dich herum wird weiß. Und du befindest dich auf einmal in einem großen Raum und du siehst jemanden, den du kennst. Es ist nämlich dir gegenüber auf einmal Nanema. Nanema, die an dem Stein ein bisschen ja, schleift. Nahema, genau. Nahema, die nach dem Stein, was, Entschuldige? Die bei dem Stein so ein bisschen, gerade so ein paar Feinschliffe vornimmt und so ein bisschen putzt und bearbeitet. Den ich in der Hand halte, halte ich den nicht noch in mehr, der Hand? Nicht mehr,
Lisa, das ist ein paar Schritte von dir entfernt, bei Nahema. Sie hat dich auch bemerkt. Okay, sie schaut auf jeden Fall kurz verwirrt auf ihre Hand, entschuldige. Mhm. Und dann würde sie Nahema ansprechen. Nahema, seid ihr das? Was macht ihr hier? Woher kennt ihr mich? Sie schaut verwirrt. Ihr habt doch... Wir haben uns doch vor kurzem erst noch gesprochen. Ihr habt uns unter anderem beim Zirkus geholfen. Ein Zirkus? Würde sie das mit den Zeitsprüngen und so weiter, glaubst du, realisieren? Verstehen? Ich weiß nicht. Wüsste sie, dass das eine Illusion ist, in der sie sich befindet? Ich glaube, darum wird sie nicht denken, aber ob sie halt eben weiß, dass das vielleicht eine vergangene Nahema sein könnte. Schwierig, oder Klugheit, ja. Oder Intuition wäre es wahrscheinlich. Oder ich kann mich ja noch an Nahema erinnern, wie sie ausschaut. Wirkt sie jünger auf mich? Sinnesschärfe? Trotz einer 20, ja. Sie wirkt jünger. Trotz einer 20, echt gut. Sie sieht ein bisschen jünger aus. Okay, einfach noch, weil ich nur sicher gehen möchte. Okay, sie würde den Schluss ziehen. Mhm. Oh. Entschuldigt, ich muss euch wahrscheinlich verwechseln mit einer anderen Nahema. Sie ist ein bisschen unsicher, wie sie sich jetzt aus der Situation wieder rausholen soll. Ja, weißt du? Was habt ihr denn da für einen Stein? Nahema bemustert dich ganz genau bei den Worten, die du gerade gesagt hast. Das ist der Stein, der ihr wollt, nicht wahr? Nun, ich glaube, mit ihm kann ich meinen Freunden helfen. Also, ja. Woher kennt ihr mich? Sie ist ein bisschen unsicher, aber sie ist halt ehrlich, von daher. Nun, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll, aber ihr werdet meinen Freunden und mir noch helfen und uns um einen Gefallen bitten. Ich verstehe. Ich habe euch also vertraut. Ich hoffe es zumindest, ja. Dann bin ich wahrscheinlich bereits tot. Wieso sagt ihr sowas? Ihr wirktet noch sehr lebendig, als wir euch. Sie sitzt sichtlich irritiert. Ihr wirktet doch sehr lebendig, als wir uns das letzte Mal sahen. Wisst ihr, wo ihr euch gerade befindet? Der Ehegarten, nicht wahr? Genau, irgendein Herr von oben hat gemeint, wir sollen uns darüber Gedanken machen, was wir wollen. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und dann waren wir bei einer Kreuzung und jetzt bin ich hier. Dann ist es also schon so weit. Ja. Dann sollte ich euch alles sagen, was ich bis hierhin weiß, auch wenn das nicht alles ist, leider. Wisst ihr? Oder vielleicht wisst ihr es schon. Ich war mit dem Herrn des Anwesens hier sehr vertraut. Viele Jahre lang. Aber ich sollte von vorne beginnen. Jetzt kann man sich alle zurücklehnen, denn jetzt lese ich aus dem Buch vor. Größtenteils. Yay. Aber ich werde euch das auch später dann nochmal, damit es inne bleibt, werde ich euch das auch nochmal in den Chat schicken. Yay. Im Jahre 1024, das ist ungefähr so 6, 7 Jahre her,
begab es sich, dass Ilyan Strobanov auf das Grab Gulzev Nabas stieß, nachdem er sich lange Jahre mit der Ehre des Niedergangs der Magier-Mogule beschäftigt hatte. Er versprach sich hiervon die Entdeckung uralter tulamidischer Geheimnisse, unermesslicher Schätze und legendärer Artefakte, Grund genug für ihn, viel Zeit und Geld für eine entsprechende Unternehmung aufzuwenden. Doch Strobanov ahnte nicht, dass dies seine letzte große Expedition werden sollte und das Grab Alriks das letzte, das er öffnen sollte. Denn nachdem viele seiner Gefährten bereits von den wirkungsvollen Fallen der diamantenen Sultane dahin gerafft wurden, traf er auf Charanbel, der Diener der Geiermutter. Der Horror, den ihn der gefallene Geweihte erleiden ließ, kostete Strobanov beinahe den Verstand. Doch seine in Jahrzehnten geschärften Instinkte und gestählten Nerven ließen den Bornländer so weit bei Sinnen bleiben, dass er nicht nur als Einziger aus dem Grab fliehen konnte, sondern sogar Beutestücke an sich nehmen konnte. Die 12 Karneole sowie einige Rüstungsteile Gulzevs und dessen güldene Krone, die der Legende nach ein machtvolles Artefakt war. Jedoch war Strobanov nicht in der Lage, die Krone vom Kopf des Toten zu lösen. Auch wenn er in der chaotischen Situation alles versuchte. So gab er schlussendlich auf und trennte kurzerhand den Kopf des Leichnams mit einem Axthieb vom Rumpf und nahm Krone und Kopf als Ganzes mit. Charanbel schwor dem frevlerischen Nordländer Rache und erhob zu diesem Zweck mit all seiner Macht als gefallenen Priester den nun kopflosen Leichnam Gulzevs. Zu Strobanovs Entsetzen erwachte auch der Kopf zu neuem Leben und stieß wüste urtulamitische Flüche aus. Es gelang Charanbel und insbesondere dem reichlich orientierungslosen Gulzev jedoch vorerst nicht, den Bornländer zu verfolgen, obgleich der Königliche in der Lage ist, seinen Schädel sowohl zu spüren, als auch weiterhin dessen Sinne zu nutzen. Denn Ilyan Strobanov fand bald nach seiner Rückkehr nach Festung, dank meiner Hilfe, eine Möglichkeit, dieses magisch abzuschirmen, weil er sich zu Recht vor dem Zorn der Untoten fürchtete. So zogen sich die beiden Verlorenen wieder in ihre Gruft zurück, bis der Zauber der Sterblichen nachließe. Aber das Schicksal spielte in ihre Karten, denn im Gegensatz zu den Menschen verfügen sie über ihre schier endlose Ressource Zeit. Strobanovs Rückkehr auf sein Jagdschloss zeigte ihn als einen veränderten Mann. Zu sehr hatten die Ereignisse im Grab an seinen Verstand gekratzt und sich in seine Seele gegraben. Auch wenn er letztendlich erfolgreich war, hatte dieser Erfolg das Leben vieler getreuen Gefährten und Freunden das Leben gekostet. Strobanov traute um sie und wurde in seiner Trauer immer verschlossener, auch mir gegenüber. Niemanden würde er die Geschichten um die Geschehnisse im urtulamidischen Grab mal erzählen. Aber aus der Angst heraus, dass die Krone mit seinem Kopf in falsche Hände geraten könnte. Darüber hinaus fürchtete er die Rache der beiden Untoten, obwohl er nicht ahnte, dass die beiden nach wie vor in ihrer Gruft verhalten. Auf eine lange Phase der Entmutigung folgte urplötzlich jedoch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, wahnsinnige Produktivität. Ilyan Strobanov fasste den Entschluss, seine geborgenen Schätze direkt vor Ort in seinem Jagdschloss hier zu verbergen. Hierzu ließ er in den folgenden Jahren beinahe das gesamte Gelände des Schlosses umbauen und versteckte bis zu seinem Tod Hinweise, die es tapferen Recken erlauben würden, den Schädel zu bergen und zu vernichten. Sein Verhalten und seine fast schon manische Aktivität ließen ihn für sein Umfeld noch exzentrischer wirken, als er es eh schon war.
Aber niemand seiner ihm getreuen ergebener Dienerschaft wagte es, ihn darauf anzusprechen. Ja, sie seufzt schwer. Auch ich drang ab jenem Moment nicht mehr zu ihm durch. Und so half ich ihm wortlos, mit seinen Wünschen die Barriere noch langfristiger zu verstärken. Und auch das Entfernen der Krone vom Kopf gelang uns letztendlich. Doch genau einen Tag darauf verschwand Ilian spurlos, ohne auch nur irgendetwas mitzunehmen. Mit ihm kündigte auch seine Dienerschaft, denn die ausgesprochenen Flüche des Schädels haben dieses Anwesen in ein Spukhaus verwandelt. Das Leben hier verschwand. Nur ich verweilte noch eine lange Zeit, bis mich eines Tages eine weitere Vision heimsuchte. In diesem Moment stockt sie schwer, mit schwerem Atem, und sie schaut bestürzt. Lina würde mitfühlend nach ihrer Hand greifen und sie beruhigend drücken. Aber sonst einfach nichts sagen, sondern weiter lauschen. Sie fährt fort. Als wäre die untote Plage nicht genug, so wird es eine dämonische Macht sein, die mein kraftvolles Siegel auflösen wird, um die Geburt einer dämonischen Zwillingsbrut einzuläuten. I knew it! Entschuldigung. Zum gleichen Zeitpunkt. God damn. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch die Untoten ihren Weg hier fortführen, um sich den Schädel Gulzevs und sicherlich auch der Krone zurückzuholen. Deswegen musste ich gehen. Deswegen habe ich dieses Abbild geschaffen, dieses Trugbild, in diesem perfiden Spiel, um anstehende Abenteurer zu warnen. Und ich glaube, ihr steckt mehr darin, als ich es eigentlich wissen möchte. Sie schaut auf den Bauch. Ja, als sie das mit dem Dämonen gesagt hat, hat sie von ihrer Hand abgelassen, ist ein bisschen zurückgewichen und wird kreidebleich. Ich weiß nicht, was die heutige Nahema zu euch gesagt hat. Ich weiß nur, diese letzten Worte, die sie hier hinterließ, seitdem sie gegangen ist, um einer Spur nachzugehen. Pervin heißt der Ort, glaube ich. Seitdem verharre ich hier.